Jojo, was geht ab heute? Senat Gashi hier, der größte Dragon Ball Z-Fan aller Zeiten. Ihr wisst Bescheid. Heute fahren wir nach Hawaii. Das ist ein Stadtteil von Phuket. Und dort besuchen wir den Fish Market. Das ist eine geile Sache. Ich will euch zeigen, was da abgeht, wie es da abgeht und. Kleiner Fun Fact von mir. Hawaii ist von Shillong 15 Minuten weit entfernt. Und es gibt dort so viele Russen, man sagt Davai dazu. Davai zu Ravai. Oh Scheiße, Leute. Ich habe vergessen, was zu sagen. Trainer Halim Abbas ist natürlich auch dabei. Jetzt sind wir beim Night Market angekommen. Hier gibt es geile Sachen. Hier gibt es nicht nur Fisch, hier gibt es auch exotische Früchte, coole Klamotten, geheime Medizin, ja, viele Chinesen. Es wird interessant. Also, was ist das Besondere an diesem Markt? An diesem Markt ist besonders, ja. Hier gibt es so viele Fischstände. Man geht quasi hin, sucht sich seinen Fisch aus, man muss da ein bisschen verhandeln, dies, das. Es gibt da, glaube ich, auch 1000 verschiedene Garnelenarten. Dann gibt es hier Restaurants, da geht man quasi mit dem Fisch, den man gekauft hat, hin. Der wird gewogen und man sucht auf dem Menü aus, wie das zubereitet wird. Also frischer geht's nicht. Frischeste Fisch, Fisch, Fick, Fisch. So, neben Perlen und exotischen Muscheln gibt es hier auch einige bizarre Statuen. Keiner weiß, was das ist oder was das soll, aber die sind da. Also neben Krabben und Hummer gibt es hier auch den Viehfisch. Keine Ahnung, was das ist. Das Tier, das Teil sieht aus wie ein Vieh, deswegen vielleicht auch Viehfisch. How much is Kilo? Halb Kilo. Erstmal holen wir diese roten Garnelen, halbes Kilo. Kalamar. How much is this? 450 Baht. Ah, Kilo. Kilo, ja. Ah, Kilo. Oktopus, yes. Two Oktopus. Okay. Zwei Oktopus holen wir uns. Langfuß, you want Langfuß? Langfuß. Deep fried garlic food. How much? This one 1 kilo 500 baht for you. Make half kilo. Auch hier halbes Kilo Languste. Und jetzt gehen wir zu eins meiner Lieblingssachen. Wir holen Austern. Die sind auch brutal lecker. Wow. Wenn die Frau den Taschenrechner auspackt, dann wird's hart. Yeah, but this is no good price. Make 3,200, it's fine, yeah? Because we buy more. No, okay? we buy more. Scallop is good, yeah. Make 4 scallop. 4 bigger. Yeah. 4 scallop. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, keine Ahnung. Aber die Frau macht das Geschäft ihres Lebens gerade. Make here one present, yeah? One big present. You can make? Present one. One present, present. One? Present. For free. One you can make. Yeah. You can make, cannot. Come on. Okay, make 50. One. Only one. No, this one for 100 baht. It keeps for you 80 baht. 50 baht, one. Buy a lot of it. Wir sind gerade rechtzeitig gekommen, weil gerade wird alles abgebaut. Ihr seht das schon. Zum Glück. Es gibt hier sehr viele leckere Sachen, die ich gerne testen würde. Ich weiß nur bei den meisten Sachen nicht, wie man die isst. Das fuckt mich ein bisschen ab. Die Frau bringt uns ins Restaurant. Oh, Scheiße, hat zu. Glück gehabt. Sauer dich ab. Thank you, Rabuna. Pepper. Hä? Garlic, Pepper. 600 Baht für Tempura? No, for home. Ah, ja, okay. Wieder die Rechnung bezahlt, so ist das, es geht los. Also Leute, wie ihr gesehen habt, sind wir jetzt angekommen, es wurde alles gewogen und dann wird besprochen von der Frau, welche Soße man haben will, wie man essen will, dies, das. Hier im Restaurant kann man sich das Trinken aussuchen und wir schauen uns das Ganze auch mal hier an.
Also man sieht die indische Fahne, amerikanische Fahne, ja. Aber wo ist die albanische Fahne? Wir fragen gleich die Chefin, was soll das? Das ist richtig schon. Die kurdische und türkische ist auch nicht da, das ist schon gut, aber die albanische fehlt, das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung. Ich finde das geil. Man kann sich aussuchen, was man haben möchte. Dann gegenüberstehen Restaurants, kannst hier vorbereiten. Das ist geil. So was sehe ich zum ersten Mal. Ich glaube nicht, dass es irgendwo hier in Europa sowas gibt. Hier haben wir schon mal die Austern und die sehen riesig aus. Ein bisschen Limone drüber. Oh, shit, Alter. Das sind Austern, seine Mutter. Das gibt Dampf auf der Palme. Es ist das erste Mal, dass ich Austern gegessen habe. Es schmeckt nicht schlecht. Schmeckt wirklich gut. Wie gesagt, hier sind sehr viele Chinesen. Und bei denen kann das Essen nicht lebendig genug sein. Das ist auch heftig. Wow, was ist da wohl drin? Hier haben wir auch Scallop, ja. Mit einer Butter-Knoblauchsoße. Das schmeckt so geil, Leute. Unglaublich. Wenn es noch ein Messer dazu gäbe, wäre es noch besser. Dieses Meeresfrucht nennt man wenigstens Muschel, aber trotzdem habe ich nie gegessen. Knoblauch drauf, schmeckt lecker. Oktopus mit Thai-Basilikum, mal schauen, wie schmeckt. Knusprig, knackig, man schmeckt die Würze, die Schärfe. Die Chili, die ist da. Das, Leute, sind Langusten und ich zeige euch, wie man die öffnet. Dazu braucht man idealerweise ein Messer, aber haben wir nicht da. Deswegen. Also erstmal hinten Schwanz entfernen. You have knife? Was? Knife. Okay. Mhm. Okay, wir brauchen ein Messer. 5 hours later. Okay, man isst die bestimmt nicht so, aber schmeckt geil. Hier haben wir Tempura Prawns, richtig geil, unkompliziert zu essen. Einfach Schwanz abmachen und den Mund reinstecken. Unglaublich. Also, wie ihr gesehen habt, hat die Zubereitung ungefähr 25 Euro gekostet. Und am Ende, wenn man überlegt, vielleicht doch nicht so ein günstiger Spaß, wie man denkt. Obwohl die ganzen Garnelen von Thailand kommen, so günstig ist es hier nicht, Leute. Wirklich. Besonders in diesem Gebiet. Assalamu alaikum. Also, wir sind fertig mit dem Essen. Jetzt in der Straße gibt es hier noch einen Essensstand mit einem Dessertladen. Da gehen wir kurz hin. Und sogar meinem muslimischen Bruder hat es geschmeckt. Unglaublich. Guck mal, was es hier gibt. Das ist krass. Es gibt hier sogar einen Saft mit Vogelnest. Das ist ein Teil einer Spezialität und soll sehr gut fürs Immunsystem sein. Die Konsistenz, Leute, kann ich euch sagen, ist wie das, was am Ende bei einem Porno rauskommt. Wirklich so, ähnlich so. Und natürlich darf auch das hier nicht fehlen. Hier gibt es sogar einen Weed-Shop. Vor dem Essen oder nach dem Essen. Kommt drauf an. YouTube, very good. Yeah, you know me. Take this here. And take this here. What is this? Custard, apple. Apple? Custard. Sweet. Sweet? No. You have to sell, yeah? Wow. Sweet. Schmeckt wie Litchi. Weil, what is this? Mhm. Okay. Long Kong. You know Long Kong? Long Dong.
Mmh. Ah, eklig. Leute, hier haben wir das Meer und wir haben uns so kleine Ananas geholt. Das werden wir gleich genießen. Wir haben uns Fake-Apfel geholt, Guave und die berühmte Dragonfruit. Ja? Auch da fragen wir gleich mit der Hallen, wie das schmeckt. Irgendwie so hart ist das. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist irgendwie komisch. Aber es schmeckt gut. Es hat eine sehr komische Konsistenz. Es erinnert so ein bisschen an Apfel und Birne zusammen. Aber es ist auch sehr mehlig. Und schon sehr süß auf jeden Fall, ja? Schon süß. Aber einen mehligen Geschmack. Jetzt gehen wir zu den Baby-Ananas. Die sind im Vergleich zu den deutschen Ananas in Deutschland nicht so sauer, ja? Die sind viel süßer, viel milder und haben ein wichtiges Enzym, das gegen Entzündungen hilft. Wobenzym, Bromelain P. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder habe ich doch Ahnung? Ich habe Ahnung, ja. Und auch viel, viel saftiger. Wirklich. Schmeckt fast wie ein Ananassaft. Leute, hier haben wir die berühmte Dragon Fruit, ja. Und die sieht so aus, wie sie von außen aussieht. Von der Konsistenz wie eine Kiwi, ja. Geschmack sehr mehlig. Geht so in eine, ist eigentlich nicht so süß. Wie eine nicht so süße Kiwi, wenn ich, also hat auf jeden Fall auch keine so Säure drin, ne? Aber interessant, schmeckt geil. Halle, probier du mal. Schmeckt nicht schlecht, wie du eben gesagt hast, so ein bisschen nach Kiwi. Mhm. Man hat so einen süßen Geschmack so im Mund, so, aber ist lecker. Was gibt Schöneres, Leute? Wir sitzen hier abends am Meer, am Hafen von Rawai, haben schönen Fisch gegessen, schöne Früchte probiert, gekostet und einfach mega entspannt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ja. Und was sollen wir als nächstes machen, Amenakke? Was sollen wir als nächstes machen?